zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ein Video, welches ihr euch gewünscht habt, nämlich ein kleines Hair-Tutorial. Ja, ich sitze hier noch mit nassen Haaren, weil ich nämlich mir gedacht habe, ich schalte gleich die Kamera mit ein, dass ihr Step by Step bei meiner Haarpflege und bei meinem Hairstyling dabei sein könnt. Ja, was habe ich jetzt ohne euch gemacht? Ich habe mir die Haare gewaschen und auch hier kriege ich immer wieder die Frage, was für ein Haarshampoo ich denn verwende. Ja, das ist eine Reinigung für Haar- und Kopfhaut mit rein natürlichen Inhaltsstoffen. Hier drin sind Hopfen, Rosmarin, Algenextrakte. In einem zweiten Schritt mache ich dann Conditioner drauf. Und der dritte Schritt ist für mich aber der eigentlich absolut wichtigste, und zwar arbeite ich damit New Grow. Das ist eine Kopfhautlotion. Ich weiß nicht, wie viele von euch das schon mal gemacht haben. Deswegen zeige ich es euch jetzt hier in diesem Video. Wir machen das gleich gemeinsam. Ab geht's ins Bad. Ich verrate euch gleich mehr zu diesem Wundermittel. Zuerst möchte ich euch aber zeigen, wie man diese Kopfhautlotion anwendet. Ganz wichtig, es ist eine Kopfhautlotion und die gehört auch auf die Kopfhaut. Man kann hier sehen, wie ich es Scheitel für Scheitel direkt nach dem Haarewaschen, also meine Haare sind noch nass, auf die Kopfhaut auftrage. Der Wirkstoff in New Grow ist Silizium, und Silizium ist ein Spurenelement, welches in der Natur beispielsweise dem Bambus seine Stabilität und Festigkeit verleiht. Und in Kombination mit Pflanzenextrakten kann New Grow die Haarwurzel zum Wachstum anregen und den Haarausfall reduzieren. Wichtig, ganz kurz einmassieren, bevor ihr dann die Haare antrocknet. Ich trockne mir die Haare nur ganz kurz an und unterteile sie dann in 2 bis 3 Passés, weil wenn ich die ganzen Haare in einem Teil trocknen würde, würden meine unteren Haare immer noch nass bleiben und die oberen Haare hätte ich übertrocknet, teilweise sogar verbrannt. Deswegen unterteilt das, und als ehemalige Friseurin zeige ich euch auch gleich, wie man richtig über die Rundbürste föhnt. Das mache ich jedoch nur mit dem Deckhaar oben, wo ich auch das Volumen will, und wie ihr hier sehen könnt, zuerst trockne ich den Ansatz, gehe dann zu den Längen, zum Schluss die Spitzen, kurz einrollen, auskühlen lassen, und so mache ich Passé für Passé an meinem Oberkopf. Habe. Man sieht schon hier das Volumen, wo ich es haben will, aber es sieht jetzt noch ein bisschen lustig aus so. Jetzt kommen natürlich noch ein paar Wellen rein. Auch beim Strecken oder beim Lockenmachen unterteile ich meine Haare in 2 bis 3 Passés, dass ich auch überall gut rankomme und nicht die einen Haare 2-3 Mal erwische und andere gar nicht. So geht das ganz gut. Ihr seht, ich verwende jetzt einen relativ dicken Lockenstab, weil ich möchte bewusst eigentlich nur so grobe Wellen haben, ja nicht zu eine starke Lockung. Und den Lockenstab halte ich senkrecht. Ihr seht auch, ich schüttel die hier, sieht ein bisschen lustig aus im Schnelldurchlauf. Ich halte die so ein bisschen in der Form, lasse die ganz kurz auskühlen, bevor ich die fallen lasse. Und außerdem habt ihr sehen können, die Spitzen drehe ich gar nicht richtig ein. Also ich lasse da so die letzten paar Zentimeter einfach aus, dass es eben so Beachwave-mäßig wird zum Schluss. Ich empfehle euch übrigens, all eure Hitzegeräte nie über 185 Grad einzustellen. Man sagt, 185 Grad ist die perfekte Temperatur, um euer Haar umzuformen. Alles darüber würde es unnötig strapazieren. Die unteren Strähnen habe ich jetzt ungefähr 20 bis 30 Sekunden im Lockenstab gelassen und oben sogar nur so 10 Sekunden. Da will ich ja nur eine leichte Wellung haben. Des Weiteren habe ich jetzt auch keinen Haarfestiger oder Haarspray oder sonst irgendwas verwendet, denn je weniger ich in meine Haare mache, desto schöner werden die. Die Kopfhautlotion an sich hat übrigens auch so, die gibt dem Haar so eine gute Griffigkeit vom Ansatz her, also ich mag das total. Und ja, wie ihr gesehen habt, Produkte momentan wirklich nur Naturkosmetik und ich bin super zufrieden damit. Ich hoffe, euch gefällt mein Look. Ich hoffe, meine Tipps waren hilfreich. Und wenn ihr gerne öfter solche Haarpflege- und Haarstyling-Tipps von mir hättet, dann liked dieses Video und schreibt es mir in die Kommentare.